Hallo Leute, mein Name ist Satsas und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft hier vor unserer Maxentius Basilika, wo unser Lager- und Sortiersystem sich darin befindet. Und heute werden wir das Gebäude fertigstellen. Was uns noch fehlt, sind die Gewölbe für den vorderen Teil, der auch auf dem Boden sich etwas abgrenzt. Und da brauche ich ein bisschen ein anderes Layout, weil das Ganze etwas schmaler ist als die Gewölbe weiter hinten, wo unser Lager drin ist. Dann brauchen wir eine Trennwand zwischen dem hinteren Teil und dem vorderen Teil. Und dann eine Fassade hier vorne. Und ich denke, das schluckt einiges an Ressourcen. Drum gehe ich da mal was vorbereiten. Und dann beginnen wir, denke ich mal, mit dem Gewölbe. Das Gewölbe ist nun drin und glücklicherweise ist da oben etwas dunkel, denn es ist nicht ganz sauber, vor allem hier der Übergang, weil diese Kuppel hier hängt wesentlich niedriger als die hohen hier. Das heißt, auch hier haben wir wieder ein Stück senkrechte Wand wie hier. Nicht ganz so hoch, drum fällt es nicht so sehr auf. Und aus irgendeinem Grund sind die beiden Seiten hier auch nicht symmetrisch. Aber ich denke, der nächste Schritt wird sein, hier diese Wände bis oben durchzuziehen. Und hier haben wir ja schon mal das Muster, verschiedene Blöcke und da drüben habe ich, glaube ich, schon vor langer Zeit ein paar Blöcke gesammelt dafür. Was uns da noch fehlt, ist der Packed Mud, der hier, aber den bekommen wir. Das ist ja einfach die Vorstufe zu den Mud Bricks. Also, ich ziehe mal die Wände hoch und dann müssen wir zum Schluss nur noch die Fassade hier vorne machen. Die Trennwände machen nicht allzu viel her, insbesondere weil sie da nach oben natürlich auch im Dunkeln sind. Hier unten werden wir dann wahrscheinlich etwas besser ausleuchten, denn wenn wir hier die Fassade auch drin haben, wird es noch düsterer. Und die Fassade, das ist so dann auch das nächste, was ansteht. Und da denke ich, das werde ich in verschiedenen Phasen machen. Denn es gibt zwei oder drei unterschiedliche Abschnitte in die Vertikale. Aber ich habe auch etwas geplant, damit wir hier etwas mehr Tiefe reinbekommen. Denn wenn wir uns überlegen, von welcher Seite dieses Gebäude hauptsächlich betrachtet wird, denke ich, ist es hier die Front und dann wahrscheinlich das Dach und dann vielleicht noch diese Seite hier. Das heißt, da müssen wir etwas mehr Details reinbringen. Das unterste Viertel, vielleicht ein bisschen weniger, für die Fassade ist nun platziert. Und ihr könnt sehen,
da hat's noch ominöse Löcher. Da kommt noch was rein. Und die Öffnungen werden im nächsten Teil noch etwas größer werden. Der nächste Teil folgt in etwa der Linie, wo wir hier innen drin das Dach haben. Und dann der Rest, der wird einfach so aufgefüllt, weil da können wir ja keine Öffnungen, Fenster oder dergleichen rein haben. Gut, dann mache ich mich mal auf den nächsten Teil zu bauen. Das Innere von unserer Basilika ist nun vollständig von Mauern umgeben und es dürfte interessant sein, wie viel von den Lehmziegeln ich gebraucht habe, bis wir mit diesem Projekt fertig sind, denn das Gebäude ist das einzige, was bisher Lehmziegel braucht. Und ich kann euch sagen, es waren doch einige. Nun, ich denke, bis zum nächsten Fortschrittsrapport werde ich die Mauer bis oben hochgezogen haben. Wahrscheinlich muss ich auch da das Dach noch etwas rausziehen auf der Seite. Und die ganzen Öffnungen hier oben ausfüllen. Hier unten, hier kommen Türen rein. Ich denke, das machen wir dann ganz zum Schluss. Die Fassade ist nun bis ganz nach hochgezogen. Das Dach habe ich da auf der Seite noch nicht gemacht. Aber ihr seht, da oben hat es Schlitze. Ich muss Lehmziegel sparen, wo es geht. Und interessanterweise, diese gehen genau hier nach unten, wo wir Stein haben. Denn da platzieren wir noch etwas davor, was das Ganze etwas mehr Tiefe geben soll. Ich denke, ich schlafe mal die Nacht durch und dann geht's weiter. Alles fertig und wie ihr hier unten sehen könnt, haben wir auch ein paar Tore platziert. Einige sind offen, andere sind zu. Und wenn wir hier rausgehen, dann können wir die ganze Fassade in ihrer Prächtigkeit betrachten. Hier die Säulen, auch etwas für den farblichen Kontrast mit normalen Ziegeln und dann einer Variation von Deep Slate Blöcken. Da oben etwas Kontrast für die Tiefe. Natürlich unsere Öffnungen. Hier habe ich nicht nur Mangroveholz verwendet, sondern auch Acacia. Ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Und dann haben wir auch hier wieder die gelb glasiertes Terrakotta, das wir auch innen schon auf dem Boden haben. Auch wieder hier nach unten. So in einem Muster, das in die Mitte nach oben geht. Und was hier vielleicht kontrastmäßig etwas untergeht, hier auf der Seite haben wir noch mit Lehmziegeln verstärkt eine Säule bis da zum ersten oberen Band, was das Ganze zusammenhält. Nun, ich bin froh, dass dieses Projekt vollendet ist, dass wir das abhaken können. Und ich denke, als nächstes ist wieder etwas Fortschritt
da für unseren Vulkan angebracht. Und wie versprochen, ich habe nachgeschaut, wie viel Lehmziegel das ich gebraucht habe. Es waren über 22.000. Und wenn man das in Stacks umrechnet, sind das 344 Stack Lehmziegel. Also eine ganze Menge. Und wenn man dafür bedenkt, dass wir gleich viel Lehm dafür brauchen, sprich Erde, um den Lehm draus zu machen, und dann nochmal so viel Stroh, da geht einiges an Arbeit rein. Nun aber, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.